Hey, ciao zusammen, willkommen zurück im Rayman in der Apokalypse zur nächsten Folge Viewfinder Kapitel 4 Level 2.2. In der letzten Folge haben wir so neue Materie kennengelernt, die macht mir immer noch ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Die kannst du nicht fotografieren, die kannst du nicht, mit denen kannst du einfach nichts machen. Voll nicht gut für Social Media. Ich habe schon eine ziemliche Ahnung, was da oben auf uns wartet. Zuerst gehen wir mal einfach da rechts. Rise high. Regentropfen, 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 Raindrop. Baustein set für Mirren. Das sollten bessere Modellierwerkzeuge sein als deine Fotoentwickler. So. Gemälde aufheben. Hui. Ist das... Okay, I do have a first build. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Okay, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Okay, da muss ja irgendwo musst du irgendwie sehen. Nicht. Da wird mir voll kriegen, eigentlich. Das Fütterli. Neptun! Hat es jetzt erkannt, dass das das Ding ist? He? Dass das das Modell ist? Neptun finden wir da also, ne? Cool! So. Jetzt rein theoretisch, können wir da das Viertel im... Ha! Das ist allerdings... Interessant. Das ist allerdings interessant. Und jetzt da der Boden. Ohne. Ja, genau so. Geil! Oh nein! Oh nein, ach! Um jetzt, also so ein bisschen runterbücken, sollte ja wohl nicht verboten sein. Ah. Wahrscheinlich genau wie das gleiche. Ja, aber das kannst du doch jetzt greifen, also bitte. Oh. Glück gehabt. Yes. I was wondering how you would tackle this solution. Easy. Leichteste Übung für uns. Ein Foto. Was hat sich da angeschaut? Ein Fütterli, das müssen wir clever einsetzen. Oh, Mist. Oh nein, und dann ist es noch so viel. Ein Fütterli. So, da durch. Ah, genau. So sieht es gerade passen, ne? Zack. Wonderful solution. True freedom from constraints. Aliung hat angedeutet, ich könnte es mit meiner Violett-Innovation übertrieben haben. Ich bin keine unvernünftige Person. Seine Einschätzung ist einer Überlegung wert. Es schmerzt, wenn man eine Vision hat, ist es normales. Ich irre mich nicht, es macht Sinn, die Kinematik des Violett für meinen nächsten Prototyp zu verwenden, und ich werde es beweisen. Und doch, das menschliche Gehirn mag physikalisch grenzenlos sein, doch wir Höchstleistungen benötigen wir dennoch Schlaf, Nahrung und soziale Stimulation.
Vielleicht stimmt es, dass in diesen drei Bereichen etwas nachlässig war. Aber weckt das eine oder andere Nickerchen nicht mehr so viel. Selbst mit meinen Fähigkeiten. Okay, ist sicher abgespaced, anders gesagt. I've been wondering about your search. I'm wondering, this weather disruptor? I know of it. If I'm right, then you're not too far away. Tell me, is this your solution to heal the world? Eben unschlüssig. Safe to say the party was a success. Alabang was right, as much as I hate to acknowledge his genius. I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh going over them again later. Collaboration always sparks innovation. You're collaborating too, with someone. The phone calls, they're lovely. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Jessie heißt sie. Jessie. Kann ich stattdessen meine Antwort flüstern? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber bekomme ich Punkte für Poesie? Halt Unendlichkeit in deiner Hand und die Ewigkeit in einer Stunde. Rotation muss eine Rolle spielen. Raumwahrnehmung ist gefragt. Vorstellungskraft? Lösungsvorschläge. Bewertet von der genialen Designerin selbst. Iraya. Nicht sehr einfallsreich. Vorstellungskraft ist für alles hier unerlässlich. Knapp daneben ist er auch vorbei. Leon, ein gutes Zitat. Das gibt Punkte. Ziemlich frech. Hira, schon wärmer. Ich lasse es gelten, wenn mich jemand mit der Designer-Erde beeindrucken kann. Dann eher. Ideen für Mirrens Rätsel. Vierseitiger Käfig. Sowohl oben als auch unten kein Ausweg. Werde ein Stift. Vorschlag von Chilium. Wie hebt ein Stift eine Batterie an? Gravierender Schwachpunkt in einem ansonsten genialen Plan. Mach auch die Batterie zu einem Stift. Schon wieder das Genie, Chilium. Ich fürchte, wir verlieren hier den Faden. Danke, Reihe. Chilium beharrt weiterhin darauf, dass seine Stiftidee gut ist. Vorschlag, Kamera nutzen. Ich. Chilium zur Nutzung der Kamera. Nein. Chilium und Hiraya lehnen weitere Vorschläge von Mirren ab. Wir werden eine Weile hier sitzen. Und das dürfte dann genau da. Oh. Du hast ein Sammelobjekt gefunden. Pluto. Sieht also Planet an. Genau das Rätsel dürfte mir wohl uns jetzt darstellen. Okay, ich habe gerade im Moment wirklich gerade so keine Idee. Wie das könnte funktionieren. Doch. Doch, ich habe eine Idee. Oh. Nämlich so. Ist gut gewesen. Sollte das jetzt wirklich nicht so schlecht sein, oder? Cool. Cool, 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 cool. Dann gehen wir rauf. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Zum nächsten Level, aber die optionale Herausforderung, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ist jetzt das nochmal genau das gleiche? Irgendwie schon, hä? Oder bin ich jetzt falsch? Oh.
Dann brauchen wir aber 4. Okay. Ah, und die Batterie ist dann noch weg. Das funktioniert ja. Das sind erst 2. Ich kann. Ja. Das können wir ja auch vervielfachen. Nein. Oh nein! Können wir das nicht? Moment, das ergibt keinen Sinn. Nein. So. Dann haben wir da eine. 2, 3, 4. Ja, genau. Ja, die Batterie eigentlich aus dem Käfig raus. Haha. Wahrscheinlich nicht die schönste Variante, aber. Aber sie funktioniert. Und letzte. Hei, hei, hei. Nein, nicht so wie ein. Schau, kann man nicht auch wieder für die spulen. Das wäre hilfreich. Muss ich jetzt alle nochmal holen? Oh Mann. Das haben jetzt voll begeigt. Zu weit zurückgespult. So. Jetzt muss ich schnell schauen, wie weit das wir schon sind. So. Das Viertel mitnehmen zur Sicherheit. Weiß ich nie. Und meine Nase beißt, wer denkt an mich? So. Und let's go. Juhu! Neue Kamerafilter freigeschaltet. Gemälde. Sollen wir den gleich hauen? Hauen wir Gemälde mal rein, oder? Auswählen. Mal schauen, ob das gut kommt. Es ist zwar mehr verwirrend, als es wirklich hilft. Zum nächsten Level. Okay, es wird langsam ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben 5 Hütten. Auch wenn wir ihre Moment.
Auch wenn mir ihre Musik nicht besonders zusagt, muss ich zugeben, dass Hiraya fantastisch an der Gitarre ist. Sie hat versprochen, wiederzukommen, um für uns alle zu spielen. Aljung freut sich über meine Begeisterung. Allerdings vermute ich, dass wir ganz unterschiedliche Gründe hatten. Ihm gefielen ihre Lieder, doch ich war einfach dankbar für ihre Inspiration. Schallwellen, genauer gesagt akustische Schwingungen. Ich überlege schon lange, wie ich das Problem mit der Entfernung löse. Aber Schall kann schneller sein als Licht. Wenn wir die richtigen Frequenzen ausdehnen können, können wir die Atmosphäre regulieren. Ich muss noch mehr Tests durchführen, bevor ich meine Theorien mit den anderen teile. Aber ich habe mich seit meinem ersten erfolgreichen Violettbau nicht mehr so beschwingt gefühlt. Vorwärts und aufwärts. Gehen wir weg, oder haben wir das mal zumindest? Da gibt es noch etwas. It's brilliant! A great way to communicate. It's interesting, that's for sure. Does this mean when I practice my guitar, you'll be able to give it a listen? Let's not push it, alright? Das Müsli jetzt da. Yes, cool, 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 cool. Tada. Aha. Ja, schön. Ich merke vielleicht ein bisschen weniger am Reden, weil ich muss mega studieren irgendwie. Everyone deserves to have a bit of fun, even in the throes of work. Ein bisschen tricky. Just makes you wanna get up and dance. And also power a teleport out here. Mhm. Der Schrei. Der Schrei, sag mir jetzt nicht, dass das funktioniert. Der Schrei vom wie heißt er? Salvador Dali, oder? Ist das? Surrealismus. Nein, nicht Surrealismus. Dadaismus, oder was? Wie heißt's? Ein neuer Tag mit Signalfrequenzen. Natürlich war die Antwort direkt vor meiner Nase. Wer weiß, wie lange ich mich noch im Kreis gedreht hätte, wenn ich Aljung nicht gedrängt hätte, ein Signal zum Love zu bringen. Das Signal. Mach ein Zeichen, dass ich meinen Instinkten vertrauen muss. Sie liegen selten, wenn überhaupt, daneben. Okay, das ist jetzt ein lustiger Trick mit dem Schrei. Und ja, amüsant. einfach nur, dass nicht falsche Dinge entstehen. Also ich habe eigentlich von Dingen keine Ahnung, von Malerei und Kunst und Zeugs und Sachen, aber das kann sogar ich, muss es so sagen.
Ich glaube, es ist vom Schrei ist vom Salvador Dali, oder? Jetzt muss ich schnell schauen, dass ich es euch erzählen kann. Der Schrei. Bin ich falsch, oder? Der Schrei ist der Titel von Edward Munch. Okay, ich bin falsch gewesen. Eben, wie gesagt. Der Schrei, Edward Munch. Der Schrei, Norwegisch Krieg, deutsch ursprünglich auch Geschrei, ist der Titel von 4 Gemälden und einer Lithografie des norwegischen Malers Edvard Munch oder Munch mit weitgehendem identischen Motiv, die zwischen 1893 und 1910 entstanden sind. Sie zeigen eine menschliche Figur unter einem roten Himmel, die ihre Hände gegen den Kopf presst, während sie den Mund und Augen angstvoll aufreißt. Munch, in dem Fall, keine Ahnung, bearbeitete in dem Motiv einen eigene Angstattacke während eines abendlichen Spaziergangs, bei der er einen Schrei zu vernehmen meinte, der durch die Natur ging. Munch. Edvard Munch, er ist in Oslo geboren. Nein, Lüten, Hedmark, Norwegen. Okay, dann wird es wohl Munch sein. Hm? Munch. Edvard Munch. Munch finde ich jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Hey gut, aber das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Haben wir da sogar noch etwas gelernt am Schluss? Wow. Dass das bei mir mal passiert. Ich habe gemeint, das sei Dali, aber es ist nicht Dali. Ja, nun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs dabei sein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin. Bleibt sauber. Macht keinen Scheiß. Und.